Und die nächste Rutsche. Hertha hat heute ihr sechstes bzw. siebtes Testspiel absolviert. Gegner war jedes Mal in Nottingham. Forest. Endstand leider auch wieder nicht zu unseren Gunsten. 3:1. England läuft also anscheinend nicht so für uns. Es ist jetzt schon das zweite Testspiel, was Hertha nicht gewinnt. Lediglich das allererste Testspiel gegen Halifax und Salford konnte Hertha am Ende knapp nur für sich entscheiden. Und es ging halt auch denkbar schlecht los. Die erste Halbzeit war wirklich katastrophal. Also man kann die Spielidee von Sandro Schwarz erkennen. Man kann auch das System erkennen. Es sind auch Ansätze da, aber es waren immer noch dieselben Fehler. Da, wenn dann geflankt wird, steht niemand in der Mitte, der sie abnimmt. Oder die Flanken sind doch einfach zu unpräzise. Und dann werden lange Bälle geschlagen und da steht dann keiner, der sie abnimmt. Und mehr als drei Pässe kannst du auch nicht spielen, weil dann ist es wieder beim Gegenspieler und generell die Abstände stimmten einfach nicht. Und da passte viel nicht zusammen. Und es ist dann auch kein Wunder, dass du in der 9. Minute das Gegentor fängst nach, sag ich mal, einer Flanke. Und am kurzen Pfosten versucht jemand einzuschießen. Und als das nicht klappte, landet der Ball dann nochmal hinten am Langpfosten, wo Jahrstein dann nicht mehr steht. Und Lyle Taylor dann das 1:0 macht. Das 2:0 fiel in der 20. Minute, das war auch wieder so typisch Hertha und symptomatisch wirklich für eine ganze Saison. Der Ball rollt auf Jahrstein zu, er will ihn fangen, rutscht aber über diesen Ball drüber, der Ball ist frei und Lyle Taylor knallt ihn dann einfach nur noch ins lange Eck. Und damit ging es dann ich wollte gerade sagen, in die Pause, aber das stimmt nicht ganz, denn es gab dann kurz vor der Halbzeit noch einen Freistoß für Hertha BSC. Hier steht 42 Minuten, das dürfte aber ein bisschen eher gewesen sein. Und Derrick Sherhand macht den dann wunderschön mit dem Kopf. Keine Chance für den neuen Keeper von Nottingham Forest. Es ging dann mit 2:1 in die Pause und dann wurde er mal munter durchgewechselt. Und die zweite Halbzeit war viel besser. Die zweite Halbzeit war wirklich besser. Hertha hat nach vorne gespielt, Hertha hat was versucht, hat die Ideen. Sherhand immer noch gute Partie. Auch die, der dann reinkam, die zweite Aktion, die er hatte, waren sehr, sehr gut. Seyfried auf der 6 wieder richtig gut. Also die zweite Halbzeit war wirklich deutlich besser. Da wäre dann der Ausgleich auch verdient gewesen. Hertha hat es auch versucht. Übrigens habe ich in der ersten Halbzeit noch gar nicht die eine Chance von Derrick Sherhand erwähnt, wo der neue Keeper auch wirklich ran musste und den oben aus dem Eck fischen musste. Und wie gesagt, der Ausgleich wäre halt meiner Meinung nach wirklich verdient gewesen. Die Chancen dafür waren auch da. Auch das kommt dazu. Aber wie das Leben dann eben so spielt, ist es dann typisch halt, dann legst du dir am Ende das Ei selber noch ins Nest und verbaust dir damit sämtliche Chancen, dieses Spiel vielleicht doch noch irgendwie in was Positives zu drehen. Am Ende ist Lukas Ulrich der Unglückshabe, der in der 84. Minute das 3:1 macht und damit den Deckel drauf. Und damit geht auch das zweite Testspiel in England eben verloren. Jetzt bleibt mir noch West Brom übrig am Samstag. Und wir sind eine Woche vor Pflichtspielstart dann in Braunschweig. Es ist schwer einzuschätzen, wo wir stehen. Der Kader ist immer noch nicht fertig, logischerweise. Da sind wir quasi im Transferstau, wenn man so will. Die Testspielergebnisse, ich weiß nicht, viel Auskunft geben sie jetzt auch nicht unbedingt. Die Premier League-Teams, ich weiß nicht, ob man die schlagen muss. Ich meine, die Spielidee kann man ja sehen und die funktioniert auch, die Ansätze sind auch da, aber ich möchte es mal betiteln mit, es ist wirklich noch viel Arbeit und bis Braunschweig nächste Woche muss schon noch ein bisschen was passieren. Ob das dann jetzt am Ende dann reicht oder nicht. Die erste Halbzeit war schon wirklich sehr düster. Und wenn du im Braunschweig so spielst wie die erste Halbzeit, dann hast du da auch keine Chance. Dann wirst du da definitiv auf die Nase fallen. Ja, das dann dazu, das an der Stelle. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, beziehungsweise einen guten Morgen.
Genießt den Tag und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Hau und tschüss.